Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Gönnt euch die App unten in der Beschreibung. Wer jetzt für FIFA 20 günstige, sichere und schnelle PSN-Karten oder Xbox Live-Karten braucht, der kann gerne mal unten in der Beschreibung vorbeischauen. Nutzt auch gerne den 3% Discount-Code RealFIFA, um zu sparen. Danke an alle Jungs und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein neuer Freitag, ein neues Event in FIFA 20 und heute sind die Shapeshifter am Start. Ja, was hat sich EA denn da schon wieder gedacht? Lionel Messi als Mittelstürmer, seine alte Position, Ben Yedder auf dem rechten Flügel, Mbabu, ZDM, über 90 Pace, ich weiß gar nicht, 95 oder so, was haben die dem gegeben? Was für Substanzen? Ich weiß es nicht. Heute wird eskaliert, Freunde, wieder dicke Packs, ihr wisst Bescheid, hier auf meinem Kanal. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen freuen, Glocke aktivieren, kostenloses Abo dalassen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Haut unbedingt in die Kommentare, welchen Spieler findet ihr am geilsten. Ja, Marcelo auch noch, ZOM, David Luiz, also das sind schon mächtige, deftige Karten. Wir schauen einfach mal, versuchen unser Glück und ich hoffe, Packluck regnet, vielleicht habt ihr auch eine gezogen. Haut mal raus, ob EA bei euch gegönnt hat und welche Shapeshifter-Karte ihr euch zuerst zulegen werdet. Und jetzt starten wir mit den Packs. Ihr seht es schon, 47 Packs sind hier an der Reihe und nicht nur das, nein, wir haben, glaube ich, davon über 20 Stück 83 plus Spieler-Packs gemacht, also als SBC. Ich zeige euch die besten Sachen. Let's do this. Oh, aber bevor das losgeht, genau, bevor wir mit den Packs anfangen, haben wir einen Lightfoot Shapeshifter. Ja, wen gibt es denn hier so? Lucas Moura, Renato Sanchez, Kondogbia, Innenverteidiger, auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ah, wir nehmen den Lucas Moura, denke ich, ne? Das ist ein gewaltiger Backup. Für wen habt ihr euch entschieden? Und mal hier diese Elektrum-Spieler-Packs. Die können manchmal gönnen, ja? Aber wir haben bisher noch nicht mal einen 84er gezogen. Nicht mal das, ey. Ah, jetzt vielleicht der erste 84er. Kein Shapeshifter, aber eine Winter-Transfer-Upgrade-Karte in Didi. Boah, das ist mal hier eine Einleitung. Jetzt muss aber rasiert werden. Übrigens, Nigeria, ja, geiles SBB online gekommen, ja, mit Prime-Icon-Moments Okocha. Wer das nicht gesehen hat, Freunde, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Abchecken unten in der Beschreibung. Gönnt euch, ist richtig krank geworden. Nächstes 83-Plus-Pack. Come on, Alter. Haben sich die SBCs gelohnt oder nicht? Walkout. Oh, im zweiten. Ah, das vielleicht Torwart. Nein, nicht Torwart. Nein, Müller ist nicht der Knüller. Erster Walkout hier in dem Pack Opening. Und es ist ja gleich mal wieder der Beste. Man muss sagen, Müller zur EM. Seid ihr dafür oder seid ihr dagegen? Haut es raus. Ja, er spielt lieber Golf, anstatt zur der EM zu gehen, denke ich. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber immerhin schon mal einer. Boah, da juckt, Alter. Das juckt, weil die Packs so schlecht sind. Oder weil sie vielleicht zu gut sind, ey. Wer weiß das Ganze? Das ist, nein, Hamdallah in Form. Zweiter Walkout in Form. Ah, gut. Sehr gut. Aber es kommen immerhin Walkouts, muss ich sagen. Ich dachte, also wie viele Packs haben wir geöffnet? 4, 5? Zwei Walkouts ist eine stabile Quote bisher. Wir rollen die Walkouts vielleicht jetzt mal hier mit Ansage. Walkout. Alter, das hat sogar funktioniert. Uruguay, Stürmer. Suarez. Den Beißer. Den Beißer im 83 plus SBC Pack. Kostet wahrscheinlich, ja, den einen oder anderen Coin so nicht mehr vielleicht. Ey, früher, ne, dieser Suarez vor 2-3 Jahren, ne, als er auch noch 4 Sterne Skills hatte, Jungs. Ja, die 4 Sterne Skills, die haben den schon mächtig gemacht. Leider jetzt nur noch SBC-Futter, aber come on, da kann man nicht böse sein, ne, muss ich wirklich sagen. So, come on, weiter geht's. Ich stehe jetzt mal auf, Alter, da will ich jetzt was Gutes sehen. Come on, come on. Oh, Shapeshifters, Shapeshifters. Ich will was Gutes sehen. Riyad Mahrez. Das gibt's nicht. Yes. Es funktioniert. Es funktioniert. Erster Shapeshifter im Pack. Und es ist Mahrez ZOM. Hui. Hui. Junge. Als ob, Digga. Einfach mal stand up. Stand up und Pack öffnen. Das ist die Motto. Das ist das Motto. Ich kann nicht mal reden, Alter. Krank. Natürlich untradable, aber 3 Rusty plus SBC. OP SBC. OP SBC.
Alter, wie viele Walkouts ziehen wir hier in diesen Packs? Riyad Mahrez, Manchester City Shapeshifter. Und okay, wir gucken jetzt zusammen nach, wie viel Werte ist. 3, 2, 1 mit der Nase. Bringt er uns hoffentlich ein paar Coins. Wir können ihn eh nicht verkaufen, aber ist egal. Alter, für SBBs und so. Mua, Zucker. Erster Shape. Okay, warte nochmal. 3, 2, 1. Erster Shapeshifter. Was? Nein, der ist nicht tradable. 600.000 Coins. Und der Typ ist nicht tradable. Und ich mach so ein Stand-up. Back und er ist leider untradable. Ich hätte ihn ja direkt verkauft, aber ja, da muss er halt gezockt werden, ne? Kranke, das darf ich nicht sagen, da wird mein Video wieder schlechter gerankt, Freunde. Riyad Mahrez, Zucker, Alter, 5 Sterne Skills, ja, besser geht's nicht. Einfach ausstehen, weggehen, sich das gar nicht mehr geben, die Blöße von EA und dann checken sie uns einen Shapeshifter. Im 83 plus SBC Pack. Let's go. Ja, und ihr seht jetzt, wir haben noch 21. Also wir haben hier noch ein paar vor uns. Vielleicht hat ja noch einer Bock. Vielleicht so Messi? Hätte ich auf jeden Fall Turn drauf. Ach, Riyad Mahrez, ey. In so einem 83er SBC Pack. Und jetzt kommt schon wieder Walker. Alter, wie OP ist die SBC? Mo, Salo, wie OP ist diese SBC? Digga, was? Alter. Freunde, GG. Nach Riyad Mahrez, Mo Salah, die Maschine. Ich weiß auch nicht, also, ja, das waren ungelogen 2 Packs hinterher. 83er SBC scheint sich aber sowas von gelohnt zu haben. Wie gesagt, ist halt alles untradable, aber ganz ehrlich, das juckt nicht, weil mit den Spielern würde ich eh zocken und ist vor allem für SBBs, denke ich, ganz interessant. Weiter geht's. Der Mo, der hat Bock. Ich glaub's nicht mehr. Jetzt, ja, weiß ich nicht, ob's noch so weitergeht. Es geht so weiter. Ihr seht es, ich hab nicht mal gecuttet. Nochmal Walkout. ZOM. Oh, das wird David Silva. Na, Isco. Okay, Isco. Disco. Ey, ich bin gerade zu gut drauf. Das ist nicht normal. Ihr habt's nicht. Ich cutte nicht mal. Ich ziehe hier durch. Okay, durchgehend Walkouts wäre auch gelogen, ne? Aber schon eigentlich so alle 3 Packs. Auf jeden Fall jetzt eben 2 Packs hintereinander. Ah, den haben wir doppelt. Den muss ich, glaube ich, haben wir den tradable? Ja, okay, dann muss ich den wenigstens nicht, okay, ich hätte ihn in der SBC abgegeben oder so. Der nächste vielleicht. Ziehen wir noch einen. Das wäre schön. Na, okay, ein Walkout wäre auch schön. Italiano. Ferrati. Maserati, Ferrari, wie auch immer, keine Ahnung. Ja, leider nicht, ja, wer ist der beste italienische Walkout? Naja, gut, es gibt auch Prime Icon Moments. Da gibt es dann richtig viele. Aber Ferrati, naja, wir wollen mal klein anfangen, ne? Die letzten Packs, wir nähern uns der Zielgerade, aber ich habe noch einen Account, ja, da wird vielleicht auch noch was gehen. Ja, nächster Walkout, die Nachbarn werden sich freuen über... Nicht schon wieder Ferrati, okay, da müssen wir doch dann mal eine SBC starten. Machen wir doch gleich mal. Geilen 83 plus Packs haben wir noch, also die waren wirklich mega. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, guck mal, man muss ihn nur loben und nächster Walkout. Ach, dann ist zwar nur Pjanic, aber es ist halt echt krass, wie gut diese Packs waren. Ungelogen, dass wir da überhaupt eine... Ich bin mit der Einstellung reingegangen, dass da nichts kommt. Ich bin wirklich damit reingegangen. Aber ihr seht, die sind echt gar nicht schlecht. Die letzten 3 Packs hier auf dem Account, aber nicht, das war's noch nicht. Nicht abschalten. Nein, es gibt noch auf meinem zweiten Account ein paar aufgesparte Packs und das sind auch nochmal geile. Aber jetzt erstmal das erste 50k Pack, Gönnung oder nicht. Oder Flop. Das werden wir sehen. Ah, Flop, wie immer die 50k Packs nicht am Gönnen, obwohl IV vielleicht Frankreich. Ach, Digga. Das ist der heilige Stefan. Was heißt hier nicht im Gönnermodus? Das kann nur, wenn Rufier ist, kann es nur ein gutes Pack-Opening sein. Ihr wisst es, die Legenden, fühlt euch angesprochen, die Legenden aus 2016 und 2017. Alle, die sich jetzt hier angesprochen fühlen, ihr seid die absoluten Legenden. Und natürlich, Rufier ist auch eine Legende, ne? Muss man einfach so sagen. Freunde, wenn es euch jetzt schon mal gefallen hat, ich würde mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Ihr wisst Bescheid, das supportet mich auf jeden Fall sehr. Und jetzt ist 100k-Pack auch... Mit einem Walkout, mit einem holländischen Walkout, Stürmer, Weghorst, der Horst,
des Weges ist ja am Start. Okay. Naja. Es ist ein Walkout. Aber keine Prime Icon Moments. Hätte ja auch sein können. Es gibt ja auch Prime Icon Moments zu ziehen. Wer hat überhaupt meine Prime Icon Moments gezogen? Ich glaube, da wartet jeder 10 Jahre drauf. Oder hat einer von euch den schon gezogen? Wir gehen jetzt rüber auf meinen zweiten Account. So, Freunde, zweiter Account, Packlock. Kann der Account hier das ganze Trumpf übertrumpfen? Ich weiß ja nicht. Wir schauen mal und ich zeige euch die besten Packs. Ja, also Walkouts sind auf jeden Fall bei null, muss ich sagen. Das läuft hier schon mal. Das ist egal. Ich dachte, Walkout wäre es jetzt der erste gewesen. RV, das ist der Inform von keine Ahnung. Frankreich Walkout. Hey Rehe, komm. 4 Megapacks haben wir noch. Aber ich muss wirklich sagen, hier ist das Packlack nicht so am Start. Was haben die hier mit dem Account gemacht? Der ist verflucht anscheinend. Der ist verflucht! Zweiter! Yes! Oh, melde mich schon wieder, Marek! Als ob! Boah! Zweimal Marek! Einmal auf meinem Hauptaccount und auf meinem zweiten Account! Leon Marek, das ist zu krass! Niemals, Freunde! Und Shapeshifters! Shapeshifters! Riyad Mahrez zweimal! Ey, aber der ist auch wieder untradable, oder? Niemals! Zweimal! Die krassesten! Also mit den krassesten! Alter! Erster Walkout! Erstes Megapack! Nee, zweites Megapack! Und wir ziehen schon wieder Mahrez! Ey, der hat Bock auf uns! Ich hab ja auch City eigentlich, aber ja, das habe ich heute nicht an. Ey! Was ist das denn? Bitte tradable. Nein. Warum ist das der untradable schon wieder Mahrez, Alter? Ich bin mal gespannt, wie viel der hier wert ist. Auch 500k auf unseren Nacken. Zu krass. Aber die Karte kann man auch ehrlich zocken, denke ich. Und vor allem hier, ey Freunde, hier auf dem Account, da kann ich den noch eher gebrauchen. Warte mal. Okay, haben wir auch gezogen. Ich zeig's euch kurz. Den kann man doch hier easy mal zocken, würde ich sagen. Statt, keine Ahnung, James oder ich glaube Philippe Anderson wird dann hier weichen. So, hier Riyad Mahrez, Shapeshifter Number 2 ist hier am Start. Checkt natürlich auch gerne mal unten in der Beschreibung MMO gehabt, falls ihr irgendwie PSN-Karten, Xbox Live-Karten oder irgendwas anderes Spiele braucht. Ihr müsst ja keine PSN-Karten kaufen. Am besten EA natürlich kein Geld in den Rachen schieben. Aber falls ihr trotzdem irgendwas haben möchtet, könnt auch dann gerne den 3% Code ReFIFA nutzen. Da spart ihr auf jeden Fall ein bisschen Ehre, Jungs. Danke auf jeden Fall. Und ja, Mahrez ist einfach Liebe. Ich weiß nicht, warum der so Bock hat. Also, jetzt müssen wir den auf jeden Fall zocken. Zu krank, Alter. Einfach zweimal Mahrez, zweimal Riyad Mahrez, Alter. Digga, was soll hier noch kommen? Ist die Frage, das kommt ein Info-Walkout, ist das? Na, Hamdallah, Alter. Digga, diese Megapacks sind ja mal anders heftig. Was sind das für Maschinenpacks? Diese Packs sind ja... Och, und das ist tradable, als ob... Ey, diese 500k hätte ich gerne genommen. Letztes 50k Pack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann nichts mehr sagen. Ja, ich bin mega zufrieden. Einmal auf meinem Main-Account, Mahrez untradable. Und auf meinem zweiten Account, Mahrez untradable. Und ey, diese 50k Packs sind so schlecht, Alter. Ich kann nichts mehr sagen, Freunde. Haut raus, wenn ihr gezogen habt. Welchen Shapeshifter findet ihr am krassesten? Ich denke, Mahrez ist auf jeden Fall ein Ehrenmann, würde ich jetzt mal heute behaupten. Ja, die Liebe ist da. Und sie wird auf jeden Fall nicht enden, denn ich werde ihn hier auf jeden Fall mit im Main-Team zocken, ja. Untradable, der hat kranke Stats, Mann. Der hat so kranke Stats. Und er schließt jetzt das Video ab. Macht's gut. Haut rein. Zweimal gezogen. Zweimal. Einmal auf meinem Main, einmal auf meinem zweiten Account. Zu krass. Der hatte Bock. Er hatte einfach Bock. Und jetzt macht's gut. Haut rein.